Lichterzauber in den Bergen der fränkischen Schweiz. Auch dieses Jahr hat die kleine Kirchengemeinde im oberfränkischen Pottenstein den Dreikönigstag auf besondere Art und Weise begangen. Nach Einbruch der Dunkelheit zierten kleine Feuerchen die Berge rings um das Städtchen. Tausende Besucher von nah und fern ließen sich von dem romantischen Anblick verzaubern. In der kleinen Gemeinde pflegt man die Tradition. Vor dem großen Spektakel mussten die Feuer an den Felsenkuppen natürlich erst vorbereitet werden. Und das dauert seine Zeit. Ende Oktober fangen wir immer an mit dem Holz machen, draußen Bäume abmachen im Wald. Und dann wird es gespalten. Und dann kurz vorher, die letzten 14 Tage, ist jeden Tag. Ob Wind, Schnee, Eis, wir machen, sind wir da unterwegs. Zuerst tun wir das gehackte Holz dann rauffahren, so weit wie es geht. Und dann wird es per Hand, per Kraxen, raufgetragen zu den einzelnen Feuer. Für ältere Einheimische gehören die Feuer seit jeher zum Pflichtprogramm. Und auch die eigenen Sprösslinge werden in die Vorbereitungen eingebunden. Am Abend dann ist all die Mühe vergessen und die besondere Atmosphäre nimmt die Zuschauer für sich ein. Der Brauch des Abbrenns der Bergfeuer zu Ehren Gottes lässt sich bis ins Jahr 1905 zurückdatieren. Damals wurde das Fest der Heiligen Drei Könige als Tag der ewigen Anbetung in Pottenstein festgelegt.